David, get up. Yeah, money don't fall. Yeah, different day, different episode. Yeah, kick a J with some penny loaves. Yeah, 20k in an envelope. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Martin Ladig und das ist mein YouTube-Kanal Martin Ladig. Und heute ist ein richtig arger Tag, bis jetzt zumindest schon gewesen, weil ich bin gerade am Red Bull Air Race. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund sehen könnt. Ich habe gestern im Zweierraum, also das ist ein Club in Wiener Neustadt, mit einer von Red Bull geredet. Und die hat mir das jetzt irgendwie ausmachen können, dass ich direkt beim Paddock gestanden bin und mit dem First Class, keine Ahnung was, Limousine, Bus um und um gefahren worden bin. Und das ist auf jeden Fall echt abnormal, was da abgeht. Wir sind in diesen Bus gefahren, ich werde jetzt kurz das Video einblenden. Das ist so ein Bus, wo halt sowas von dermaßen luxuriös ist, dass echt gestört ist. Jetzt sind aber kein Video, ne? Na scheiße. Ich werde es nur. Du musst nur aufhören. Achso, Entschuldigung. Oh. Das geht nicht. Ich tue aber auf, jetzt kannst du nochmal. Achso, du musst Afro-Coffee. Gar nicht. Okay, habe ich. Ich halte dann wieder mit dir auf. Best day. Mit dem waren wir eben da drinnen, dann haben wir das kurz gefilmt, da werde ich jetzt kurz den Ausschnitt einblenden, wo wir im Paddock gestanden sind. Dann sind wir mit diesen Red Bull Mädels wieder zurückgefahren. Jetzt stehen wir vor dem Red Bull Eingang und versuchen jetzt wieder reinzukommen, weil ich habe dieses Partner, Local Partner Band, und da versuche ich jetzt einfach wieder reinzukommen, mich irgendwie durchzusneaken. Zumindest echt abnormal. Es werden dann viele Bilder kommen und wir sehen uns dann. Bis dann. Also ich bin jetzt reingekommen und der Ben Gott sei Dank auch, und wir gehen jetzt da mitten in Geschehen, sage ich jetzt einmal. Das sieht man überall, also wir sind jetzt da bei den Tribünen. Man hat etwas verhandeln müssen, aber im Endeffekt ist jetzt alles gut gegangen, wir sind jetzt wirklich drinnen. Wie gesagt, ich war ja gestern schon da und das war auch relativ voll, aber heute finde ich, ist um einiges voller als gestern zum Beispiel. Ja, ich schaue jetzt einfach, was Cooles gibt zu filmen, dass ich euch dann irgendwie zeigen kann. Peter Kopfstein ist auch schon da. Wisst ihr wieso? Weil sein Kopf ausschaut wie ein Stein. Das ist so gestört, was da abgeht. Yes! Der Tsunami! Einer meiner absoluten Lieblingsdrinks. Wisst, was jetzt kommt? Auf geht's, Leute! Was ist das für eine Scheiße, bitte? Was ist das? Und wir werden noch einmal lauter, danke! Das ist mit Abstand gestört. Ich stehe da gerade so bei einem Stand und denke mir so, wie viel Geld muss die Polizei haben, dass sie sich einen G500 kaufen kann. Das ist einfach nur typisch, weil wir so viel Strafe zahlen, oder wenn ich Auto fahre und aufgehalten wäre und gleich einmal, weiß ich, 50, 60 Euro zahle, das fließt dann genau in ein 150.000 Euro Auto rein. Danke Polizei, danke. Dass ihr mich aufhaltet und ihr mein Geld wegnimmt. Genau, dass ihr euch sowas finanzieren könnt. Was mich interessieren würde, wer von euch ist schon oder hat einen Führerschein, beziehungsweise wer von euch ist schon aufgehalten worden, der auch irgendwie Strafe zahlen hat müssen, um diesen G zu kaufen. Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich es wirklich sehr amüsant finde, dass die so viel Kohle haben, dass sie sich das leisten können.
Hier sieht man noch so ein Flugzeug, was gerade eben geflogen ist, etwas im Detail, weil man das sich irgendwie nicht so gut vorstellen kann, wenn man das jetzt irgendwie so am Himmel sieht. Von dem her ein richtig, richtig arges Gerät, finde ich. Und so, wie gesagt, live ist das halt immer um einiges besser, als wenn man es jetzt irgendwo daheim anschaut oder so, meiner Meinung nach. Aber ja, wenn man nicht die Möglichkeit hat, einfach Martin Ladek abonnieren und man ist immer dabei. Ich möchte jetzt auch mal Red Bull Air Racer sein und da kann man sich so hinstellen. Jetzt bin ich auch Red Bull Air Racer. Ja, für 2 Sekunden war ich jetzt ein Red Bull Air Racer, aber hat schon passt. Ein paar Freunde von mir sind hier Pumptrack-Fahrer. Ich musste echt lachen, wenn ich da bin und da so kleine Kinder mit einem Roller über so einen Pumptrack fahren oder mit den Fahrrädern und da haut es einen nach den anderen auf. Das ist richtig lustig anzuschauen. Was mir auch noch am Herzen liegt, falls irgendjemand von Red Bull dieses Video gesehen hat und dieses Video gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über eine Kooperation, wenn ich jetzt irgendwo wann anders einmal bei einem Red Bull Event irgendwie hingehen könnte und filmen könnte, beziehungsweise ein Teil sein könnte und dass der YouTube-Welt quasi mitgeben kann, dass die halt auch einen Ausschnitt davon haben. Weil das Problem ist, meiner Meinung nach bei Social Media hat irgendwie Red Bull, ist zwar irrsinnig stark so, aber jetzt so direkt persönlich so mit Vloggern zusammenzuarbeiten, wüsste ich jetzt nur so John Olsen. Ich glaube, das war's. Ich glaube nicht wirklich, dass mehr von Red Bull irgendwie gesponsert oder so werden. Das erste Mal eine Gratis-Sache abgestaubt von Kronhit, einen Regenponcho und einen Fächer. Danke Kronhit, ihr seid die Meistermusik, ich hoffe das stimmt jetzt so. Wir sind jetzt da wieder bei diesem VIP-Ausgang rausgegangen. Ich habe nur dieses, also nur unter Anführungszeichen, dieses Local-Partner-Band, aber da dürfte man hier, er hat gar nichts, ja, und wir sind jetzt da bei diesem Evil-Tor-Club. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Jemand anzumachen. Und da ist halt der ganze VIP-Bereich und da hinten sind die Zelte und alles, was irgendwie mega cool ist. Na, unser Auto steht dort. Ja, der hat uns einfach da jetzt rausgelassen. Jetzt gehen wir mit den ganzen VIP-Leuten da vorne bei dieser Arena. Vielleicht gehen wir auch noch rein, schauen wir mal. Eigentlich haben wir jetzt Zeitprobleme, wieder heim müssen. Und ich muss heute noch das Video schneiden, weil ich ja beim Bundesheer bin. Und bezüglich Bundesheer gibt es auch noch viele Updates. Da möchte ich euch irgendwie so sagen, was ich so erlebe beim Bundesheer, wie das so für mich ist, ob das vielleicht für den anderen was ist. Ich bin jetzt wieder zurück in meine Heimat gefahren, das schöne Ternitz. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, das Red Bull Air Race war wirklich cool. Und wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn irgendjemand von Red Bull auf mich zukommen würde und mich fragen würde, hey, möchtest du nicht das nächste Mal irgendwie was filmen von uns? Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte noch einmal sagen, dass das so gestört war, dass ich in diesen, weiß ich nicht, luxuriösen Maybach Mercedes Booster gesessen bin, der alle Farben gespielt hat und mit den Red Bull Mädels, das war, finde ich, eigentlich das Highlight vom heutigen Tag, neben den Air Race. Auf jeden Fall Gratulation an den Tschechen, der gewonnen hat und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin und euch wieder mitnehmen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt es ein Video und Daumen nach oben. Schreibt es, ob ihr vielleicht auch dabei wart oder ob ihr es so gesehen habt oder ob es gar nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert mich vielleicht noch auf Snapchat und Instagram. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.